Also was ist das? Das ist Voxels sind es auch keine mehr, das ist Volumenpixels. Wir nennen es die Spexels, die Space Picture Elements, die wir da, mit denen wir jetzt eigentlich anfangen, einen völlig neuen Visualisierungs- und Wissenschaftsstrang loszubrechen, wo wir mit diesen fliegenden Lichtpunkten ein Werkzeug in die Hand gekriegt haben, wo man Gebäude zum Beispiel, die noch nicht existieren, einfach durch diese Lichtpunkte in den realen Raum stellen kann, um zu präsentieren, wie das zukünftige Gebäude vielleicht einmal ausschauen wird. Und wenn man aber im Innenraum auffliegen will, in irgendwelchen Hallen oder so, dann braucht man einfach noch einmal ein genaues Positionierungssystem, ein Tracking-System. Und an dem sind wir jetzt eben gerade dran, dass man genauere, schnellere Flugmanöver hinkriegen kann mit dem Schwarm. Funkbasiertes Positionserfassungssystem. Das heißt, es funktioniert sowohl Indoor als auch Outdoor. Und die Besonderheit ist, dass man relativ flexibel mit dem System ist. Man kann eben halt überall in jedem Bereich hingehen und auf einem sehr kleinen lokalen Bereich ziemlich genau Positionsdaten erhalten. Das ganze System ist so aufgebaut, dass Sie eine Sende- und eine Empfangseinheit haben, die sogenannten Empfänger, Receiver. Die baut man um ein Areal auf, in dem Fall hier auf das Rig oder unten auf dem Boden. Und dann die Sendeeinheit, das sind die sogenannten mobilen Einheiten, die getragen werden können oder an einem Quadcopter angebracht werden können. Das System wird folgend im Sportbereich verwendet, das heißt im Fußball, Handball, Eisschnelllauf. Hat aber auch andere Seiten, wie zum Beispiel, dass man 3D-Ortung vornehmen kann von Flugobjekten. Wenn Sie viel Reflexionsmaterial, Metall, Gegenstände jeglicher Art haben, wird die Positionserfassung etwas ungenauer und wenn Sie natürlich wenig haben, etwas genauer. Das heißt, wir bewegen uns im Fußballbereich, also wenn Sie draußen sich befinden, so zwischen 3 und 5 cm und Indoor etwa zwischen 10 und 15 cm. Abhängig ist das Ganze von dem sogenannten Referenztransponder. Von dem man etwa einen Radius von einem Kilometer abdecken kann. Das heißt also, wenn Sie keine Gebäude oder sonstige Gegenstände zwischen dem Referenztransponder und dieser Basisstation haben, kann man etwa einen Kilometer abdecken. Man ist da der Physik schuldig, das heißt der sogenannten Line-of-Sight-Geschichte. Das heißt, die Basisstation muss zum Referenztransponder direkten Sichtkontakt haben. Dem Schwarm anfangen zu zeichnen und in diesen Zeichnungen Rücksicht nimmt auf die Architektur der Umgebung. Dinge sind plötzlich machbar, von denen man bisher nur nicht einmal zu denken gewagt hat. Eine Vision, die sich aufdrängt, ist, in diesen Schwarm hineinzugehen. Das hat einen Namen, aus der Science-Fiction-Literatur kennen wir, es ist Holodeck in Wirklichkeit. Nur wir sind freilich jetzt technisch noch einige Jahre entfernt, nur konzeptionell haben wir es geschafft. Wir sind genau dort. Also fantastische Zukunft eigentlich.